Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing. Heute gibt es, ja, ihr habt das Thumbnail richtig gesehen und ihr habt auch den Titel richtig gelesen. Nämlich es gibt 5 Booster der Topps Bundesliga Chrome Serie. Der Saison 2015-2016, diese Booster, ja, wurden ja schon länger auf meinem Kanal gewünscht und heute habe ich hier 5 Booster. 5 Booster der Topps Bundesliga Chrome Serie 1, 2, 3, 4, 5 und es wird auch nochmal morgen 5 Booster geben von dieser Serie, also freut euch schon mal da drauf. Auf jeden Fall, ja, welche Spieler haben wir denn hier vorne drauf? Nämlich einmal von Frankfurt Severovic, dann Kuh von Augsburg, dann noch Pizza, Claudio Pizarro, Shinji Kagawa, Marvin Martip und Klaas-Jan Hüntela. 5 Karten sind pro Päckchen enthalten und insgesamt gibt es 243 Sammelkarten. Natürlich gibt es noch exklusive Autogrammkarten, Trikotkarten, wie heißt das andere Ding hier? Natürlich Glanzkarten, also Starspieler. Dann noch Handschuh, Torwart, also Torwarthandschuh, Schuh, Superballkarten, Druckplatten gibt es auch, also da zeigt halt Topps, wie sie die Karten drucken quasi. Das habt ihr bestimmt schon auf dem Top Trading Cuts Kanal gesehen oder so. Auf jeden Fall würde ich sagen, nicht lange schnacken, ich fange jetzt an hier mit dem ersten Booster und mal gucken, was wir hier so bekommen. Erstmal eine Checkliste. Die kann ich erstmal zur Seite packen. So sehen die Karten aus. Dominik Kor vom FC Augsburg. Mittelfeldspieler. Hinten natürlich die Fakten drauf. Und natürlich auch qualitativ viel hochwertiger als die Topps Magitex Karten. Trikotnummer, Größe, Gewicht, Geburtsort, Geburtsdatum, Spiele, Tore in der Bundesliga. Und dann hier noch ein kleiner Text zu jedem Spieler. Auf jeden Fall hier Dominik Kor vom FC Augsburg. Weiter geht es dann mit Kevin Vogt vom 1. FC Köln. Dann André Hahn von Gladbach. Makoto Hasebe und dann Starspieler Klaas-Jan Hüntela. Der Niederländer hier. Trikot Nummer 25, 1,86 groß, Gewicht 83 Kilogramm, 1983 geboren und in Drenthe geboren, natürlich in der Niederlande. 138 Bundesliga-Spiele, davon 72 Tore, gar nicht so eine schlechte Bilanz von ihm. Ja, deswegen wird er auch nicht umsonst The Hunter genannt. Und weiter geht's hier mit dem zweiten Booster. Da haben wir wieder hier die Checklist, dieses Mal 2 von 3. Und dann haben wir hier zuerst Julian Weigel von Borussia Dortmund, kommt auf den Base-Kartenstapel. Denn Aaron Hunt vom Hamburger Sportverein. Leon Andreasen. Ui, nice. Hertha BSC-Logo. Freue ich mich sehr drüber. Und dann auch hier deutscher Fußballmeister 2014, 2015. FC Bayern München. Auch eine richtig coole Idee von Topps, meiner Meinung nach, solche Karten einzubauen. Deutscher Meister, Bayern München, Trainer Pep Guardiola, Kapitän Fips Lahm, Philipp Lahm, Top-Torjäger Arjen Robben und Robert Lewandowski, Spiele gewonnen und so weiter und so fort. Könnt ihr einmal Stopp drücken und dann könnt ihr euch die Fakten einmal durchlesen. Weiter geht's dann hier mit dem dritten Booster, da haben wir die dritte Checklist drin. Dann noch Raul Bobadilla als Base-Karte, das Hannover 96-Logo. Roger von Ingolstadt, Marco Russ Eintracht Frankfurt und Julian Draxler als Starspieler. Der nächste Starspieler und jetzt sind wir auch schon wieder beim vorletzten Booster, Leute. So schnell kann es gehen. Hier haben wir Topps Kick 2016, also eine App, die es im Google Play Store gibt und bei Apple App Store, genau. Jetzt bin ich auch endlich auf den Namen gekommen. Apple, schwieriger Name. Henrik Mkhitaryan, Ivo Iličević, Pavel Olkowski, Fabian Scher und dann noch Kapitän Christian Schulz. Ein geiler Glanzeffekt auf jeden Fall bei den Powerkarten. So, nochmal hier von hinten und dann kommen wir zum letzten Booster. Zack, da haben wir nochmal die Checklist drin.
Und was für Kärtchen? Einmal Yannick Westergaard vom SV Werder Bremen. Via Irinja, VfL Wolfsburg. Das Mainz 05 Logo. Dann noch Kevin Campbell und Starspieler Ron Robert Sieler von Hannover 96. Und heute, ja, hatten wir nicht das Glück und hatten eine Autogramm- oder Trikotkarte oder Druckplatte oder sonst was. Auf jeden Fall trotzdem richtig coole Karten in meinen Augen. Auf jeden Fall, ja, sehen wir uns dann morgen wieder. Na, nochmal mit Tops Bundesliga Chrom. Freut euch schon mal darauf. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein paar Däumchen nach oben freuen. Dann sehen wir uns, wie gesagt, morgen wieder. Haut da rein. Tschüssikowski.